Köln 50667, deshalb landet Maike mit Jan im Bett. Ein bisschen mehr als Freundschaft, reiner Trostsex, oder die ganz großen Gefühle? Maike und Jan sind seit Sobstart unzertrennlich, aber eben auf der rein platonischen Ebene. Doch nun, eines Morgens, wachen die Freunde nebeneinander auf. Von ihrer Kleidung keine Spur. Zugegeben, zwischen Maike und Jan funkt es nicht und das hat es auch noch nie. Das hätte man als Hopfin in den letzten Jahren, Monaten oder zumindest Folgen doch merken müssen, wenn sich etwas anband? Eben. Und es bleibt dabei, keine romantischen Gefühle zwischen Maike und Jan. Ulrike's besondere Kräutermischung. Zwar wachen die zwei in der Köln 50667 Donnerstagsfolge, 8. Juli, nackt auf dem Campingplatz nebeneinander auf und quälen sich den ganzen Tag mit der Frage, haben wir miteinander geschlafen? Denn erinnern können sie sich an die Geschehnisse der letzten Nacht nicht. Aber Entwarnung, unter der Decke ist nichts passiert. Maike und Jan bleiben Freunde, nur Freunde. Zur nackten Nacht und der geteilten Matratze kam es nämlich so, Jan überredete seine von Liebeskumme geplagte Freundin Maike zum Ausflug auf den Campingplatz. Beim Abstecher in den Wald lernten sie erst Hippie Ulrike kennen und dann ihre wundersamen Methoden, die Geister der Vergangenheit zu vertreiben. Ein paar Tässchen besondere Kräuterte und eine runde Spezialjäger verzauberten Maike und Jan dann so sehr, dass sie ganz berauscht abdampften und eine gemeinsame Nacht verbrachten, die lief aber völlig jugendfrei ab.